Der Tränenmörder ist Luther Edward Baxter. Besser bekannt als Gertie der Clown. Ja, die Kleine hat damals einen Clown gesehen. Ja, er ist ein Clown. Er hat sich in Gertie verknallt und dann fing die Kacke an zu dampfen. Tracy und Gertie haben die Nacht zusammen verbracht. Und weil Roxana, die Schlampe, Gertie von Anfang an nicht leiden konnte, wurde sie eifersüchtig hier über den Weg. Gertie vergewaltigt Tracy! Was? Er ist hier drüben, kommt mit! Und Ralphio, der große Macho, ist sofort mit Volldampf rüber zu dem Zelt. Er ist durchgedreht und hat Gertie verprügelt, ohne ihm eine Chance zu geben, was zu sagen. Naja, später in der Nacht hat Gertie es ihm dann heimgezahlt. Zeltirin direkt durch den Hinterkopf. An dem Punkt angekommen, wussten Gertie und ich, dass er den Zirkus und die Stadt verlassen musste. Was bist du denn für einer? Ordner auf dem Schreibtisch. Wenn du dich darum kümmern könntest, dann... Was zur Hölle?